Hi Leute, ich bin Amazing Ace und war auf Cybertron und habe euch was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar handelt es sich hier um die Netflix Transformers Box War for Cybertron und dies ist eine Spoilerbox. Diese ist exklusiv nur erhältlich bei Smith. Ja, was ist gemeint? Wir wissen, was ein Spoiler ist. Ich bin gespannt. Ihr habt auf der rechten Seite die Transformer-Schrift. Es handelt sich hier um ein Autobot-Zeichen. Der Hinweis auf die Netflix-Originalserie. Und die ganze Box sieht aus wie eine Waffenkiste. Und oben nochmal das Autobot-Logo und kommen wir einmal zur Rückseite. Nochmal Spoiler Inside. Ihr habt hier Einschusslöcher und hier haben wir die Erklärung, was drin ist. Enthält zwei Figuren, Knete, ja, wofür auch immer, drei Energon-Würfel, Accessoires und die Anleitung. Und hier enthält Weizen. Ah ja. Und wenn wir hier nochmal auf die Seite gehen, dann seht ihr einen Transformer und ich nehme einfach mal an, das wird die Figur sein, die drin ist. So Leute, die Box öffnen wir einmal gemeinsam. Ich habe das Klebeband hier einmal durchgeschnitten. Ihr könnt sie nach oben wie eine Waffenbox öffnen und haben hier die Sicht auf ein kleines Fenster und hier oben eine Transformer-Schrift, genauso wie unten. Und das Coole ist, ihr könnt diese Schrift auf der Transformers-Seite eingeben und ich übersetze euch das Ganze einmal. Ich bin Ultra Magnus, also Ultra Magnus. Jetzt wissen wir auch, darin wird sich Ultra Magnus befinden. In Good Faith, also in guter Absicht. Und hereby I surrender to you. Was so viel meint wie hiermit ergebe ich mich dir oder hiermit liefere ich dich aus. Und hier unten ist dann der Satz, this can only mean one thing. Das kann nur eine Sache bedeuten oder heißen, Ultra Magnus is dead. Oben ist das Decepticons-Zeichen und unten das Autobot-Zeichen. Ob das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass er in der Netflix-Serie tot ist, er sich den Decepticons ergeben hat oder uns als Käufer, ich habe keine Ahnung. Wenn wir die Box aufklappen, erhaschen wir einen kleinen Blick auf Ultra Magnus. Hier ist die Knete drin und wir ziehen die Box raus, öffnen das Ganze. Und hier ist Ultra Magnus im Kompletten. Also hier handelt es sich schon um einen relativ großen Transformer, der einiges an Zubehör mitbringt. Ihr habt hier die Anleitung, wie man ihn umbaut. Ihr kennt das, wenn ihr schon mal Transformer hattet. Die Umbauanleitung, wie er sich verwandeln kann. Und ihr seht, die ist schon relativ ordentlich. Ich bin gleich schon mal spannend, wie es mit dem Umbau klappt. Und auch ist die Box von innen cool gehalten, auch als Hintergrund zu nutzen mit dem Autobot-Zeichen. So, ich habe Ultra Magnus aus der Box geholt. Ultra Magnus hat eine Höhe von 21 cm und eine Breite von circa 11,5 cm. Und wir wiegen ihn einmal. Er hat ein Gewicht von 329 Gramm. Also wir hatten ja auf der Box den Hinweis zum Spoiler. Wir haben auf der Packung schon Ultra Magnus gesehen. Also wer sich auskennt, wusste, dass es Ultra Magnus ist. Das ist nicht der Spoiler, würde ich jetzt sagen, sondern das ist dieses. Also dort wird sich das Geheimnis offenbaren. Wir befreien es und darin befindet sich die Knete, wie besprochen. Und in der Knete
befinden sich eingepackt, das werden die Ergon-Würfel sein. Die Knete selbst fühlt sich an und riecht wie die von meinem Sohn, die Play-Doh-Knete. Ich versuche sie mal da rauszukriegen komplett. Was eine Sauerei natürlich. Ja, wie ihr seht, jetzt habe ich schon unter den Nägel. Also das hätten sie auch mal einpacken können. Okay, ihr seht, hier ist nichts drin. Dort waren nur die Würfel eingemottet. Also Knete wieder rein. Ein kleines Gimmick, ein kleines Extra, das unter den Nägeln klebt. Ich muss das kurz entfernen, dann bin ich wieder für euch da. So, alles wieder sauber. Ich habe die Würfel rausgeholt. Wie ihr seht, sind diese aus diesem durchsichtigen, ja, so rot-rosanem Material. Sieht schön aus, ist gut gemacht. Sind relativ weich. Wozu jetzt die Knete sein soll, keine Ahnung. Ihr könnt die darin einmotten, vielleicht irgendwo hinstellen. Obwohl die Knete dann irgendwann auch austrocknet und hart wird. Also ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht fällt euch da was zu ein. Könnt ihr mir einmal in die Kommentare schreiben. Ultra Magnus gibt es auch in der Siege-Variante. Und wenn ihr Ultra Magnus kennt, hat er eine andere Bemalung. Also hier ist es eine etwas neuere Bemalung, eine andere Bemalung. Er hat sonst hier mehr Weißanteile auch hier oben und wird extra für die Box wahrscheinlich etwas umgestaltet, so wie für die Serie auch. Bevor wir Ultra Magnus uns dann nochmal genauer ansehen, gehen wir nun das Zubehör durch. Wie gerade schon gesehen und besprochen, haben wir die Würfel aus diesem durchsichtigen Material. Wir haben hier zwei Strahlen aus diesem durchsichtigen Material. Eine Laserkanone, die natürlich zweimal vorhanden ist. Noch zwei größere Laserkanonen, Waffen, ja, mit Griff, also auch die wir in die Hände packen können. Und noch ein großes Strahlengewehr. Und, der ist cool, ein kleiner Autobot, auch aus diesem durchsichtigen Material. Und das ist Wrong. Hier können wir ihn auch umbauen, da ist nicht viel zu tun. Und zwar sehen wir schon, er wird nachher montiert und ist auch eine Laserkanone. Also, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr cool. Wir bauen ihn zurück. Ihr seht, ihr müsst nur einmal umklappen, ziehen ihm die Strahlen ab. Zack, fertig. Die Bemalung in diesem Fall, sehr ordentlich, blaue Augen, die silberne Bemalung, auch der blaue vorne an der Frontpunkt. Hier ist nichts drüber gemalt. Sehen wir uns nun Ultra Magnus an. Also hier handelt es sich um Vollplastikteile, die ordentlich durchgefärbt sind. Wie ihr seht, Ultra Magnus als Autobot ist ein Fahrzeug. Dementsprechend haben wir hier unten die Rollen. Auch auf der Rückseite, ihr seht das Autobot-Logo. Interessant auch hier, das werden wir nachher beim Umbau sehen. Hier ist es grau, aber hier ist eine kleine Besprühung in weiß. Mal sehen, wie sich das ins Bild einfügt. Sein Gesicht, also da ist die Bemalung, ist hier super. Er hat blaue Augen. Auch die Details, ihr könnt vorne sehen, sind super gemacht, so wie wir es von früher kennen. Ich hatte damals die G1-Generation und ich kann euch sagen, die waren super. Im Laufe der Jahre, finde ich, ist die Qualität doch schlechter geworden. Hier finde ich aber bei dieser Box fühlt es sich in Ordnung an. Ich baue ihn um
und bin gleich wieder für euch da. Noch einmal für euch Leute, das sind 32 komplette Schritte bis zum Umbau. Und hier unten rechts sehen wir dann, dass es ein Truck wird. Also, mal sehen, wie lange ich brauche, werde ich euch gleich berichten. Bis gleich. So Leute, den ersten Zwischenschritt habe ich in circa 20 Minuten habe ich jetzt dafür gebraucht. Ja, früher ging mir das natürlich sehr viel schneller von der Hand. Man muss geübt sein. Einige Teile sitzen sehr fest, so dass ich Angst hatte, sie kaputt zu machen. Muss man aber nicht. Umbau hat geklappt. Ultra Magnus ist natürlich jetzt etwas geschrumpft durch den Umbau. Wir haben hier eine Höhe von ca. 17,5. Und wenn wir uns einmal das Gesicht angucken, er sieht aus wie ein Optimus Prime in klein. Auch hier die roten Augen mit dem blauen. Also gut gemacht, gut besprüht. Und zum Original, wie ich mir das angeguckt habe, ist dieser etwas dunkler gehalten von den Farbgebungen her. Aber hier ist das auch ordentlich mit diesem Grau. Diese Seite hat mehr Grau hier oben als diese. Also gleich bin ich gespannt beim Umbau zum Truck, wie das Ganze sich farblich vereinheitlicht. Das, was etwas schwerer war beim Umbau, das möchte ich euch einmal zeigen. Das sind diese Seitenteile. Ja, dort hatte ich erstmal Bedenken, aber ihr seht, das geht. Und hier müsst ihr vorne ziehen, dann klappt das Führerhaus weg, Kopf rein und wieder zusammen. So Leute, da bin ich wieder. Die Teile passen alle, wenn man es verstanden hat, ineinander. Man muss ein bisschen frickeln, man hat wirklich Angst, etwas kaputt zu machen. Aber wenn es dann zusammengebaut ist, sieht es super aus. Wie vorhin erwähnt, ist Magnus hier in etwas dunkleren Farben gehalten, als es beim Original der Fall ist. Wenn ihr Transformer-Fans seid oder auch sammelt, da es eine Special Edition ist oder ein besonderes Pack, das es nur offiziell bei Smith gibt, mache ich mal eine vorsichtige Prognose und attestiere einen Wertgewinn. Also sei euch nahegelegt. Freunde, das war ein Umbau, kann ich euch sagen. Ich habe jetzt fast peinliche 45 Minuten gebraucht. Früher war das Ganze kein Thema. Da hat man die ganzen Sachen bekommen, man hat sie umgebaut. Man hat die ganzen Bedenken beiseite gelegt. Als Erwachsener ist man mit so etwas relativ vorsichtig und möchte nichts kaputt machen. Nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, ihn zusammenzubauen. Hat mir Spaß gemacht, trotz der Wutmomente, die ich hatte. Bleibt dran, ihr habt hier die komplette Playlist. Dort könnt ihr durchsehen. Da findet ihr noch andere wunderbare Videos. Und oben eins der neuesten Videos von Cow Arrows aus der Mystic Legion Serie. Bis dahin, let's collect!